Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Danny Spitters. Wir befinden uns hier auf der Strecke. Ja, wer ist gleich wieder? Main-Spessart-Bahn, und zwar im Hauptbahnhof Aschaffenburg. Wir müssen mit dem Zug hier noch an den Hauptbahnhof fahren. Und genau das werden wir jetzt tun, wenn ich das hier mal hinkriege, so wie ich das will, genau. Und ja. Hier steht eine allerlei rum. Ihr seht, hier ist einiges los. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein kleines Foto und begeben uns dann in unsere Lok. Route zum Hauptbahnhof habe ich bereits gelegt. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. So. So. Jetzt mal uns hinsetzen. So. Zack, zack. Zack. Lösen die Bremse und vor allen Dingen der dürfen. Das ist sehr gut. Ist natürlich erstmal ein Stück Vorfahren. Also die Route ist noch nicht zum Hauptbahnhof gelegt, das ging noch nicht. Wir werden es Schritt für Schritt vorantasten. Wunderschön. Es klappt erstmal soweit. Langsam an den Hauptbahnhof heran. Ist erstmal das vorläufige Ziel, aber das ist noch nicht der Hauptbahnhof. So, das hätten wir erstmal soweit geschafft. Dann gucken wir mal weiter, wie es weitergeht. Können ja hier. Dann könnten wir doch auf das Gleis fahren. Ich glaube, hier kommen wir nicht hin. Nee. Gleis. Warte mal. So. Es klappt soweit erstmal. So, da müssen wir noch einmal durch den Bahnhof fahren, am Bahnhof vorbei praktisch.
wir dann hinterher in den Bahnhof ziehen können. Also hat das noch nicht viel Sinn. Scheint aber erstmal zu funktionieren. Ein bisschen langsamer werden hier. So, ich bin gespannt, wie weit wir kommen, ob wir das Stück überhaupt schaffen bis da hinten. So, jetzt müssen wir nur irgendwie links rüber kommen. Aber das sind wir ja dann. Wir müssen ja praktisch nur auf dieses Gleis neben uns. Müssen wir auf jeden Fall noch ein ganzes Stück vorziehen. So viel steht fest. Wir auch alle Wagen auf dem Gleis haben. Das müsste an sich funktionieren. So, wir müssen noch ein ganzes Stück fahren. So, wie sieht's denn aus? Beschissen. Ich muss auf jeden Fall noch ein Stück vorziehen. Jetzt kommen wir nicht aufs Gleis drauf. Ich muss auf jeden Fall noch ein Stück vorziehen. Weil ich glaube, so reicht das nicht, oder? Doch, das könnte reichen. Ey, stopp, 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 stopp. Doch, das könnte reichen. Das könnte reichen. Das heißt, wir machen wieder Route sitzen. Und schieben uns dann hier in den Bahnhof rein. Ja, perfekt. Das funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch grün kriegen. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier, zack. So, und dann mal langsam Bremse lösen. Hier auf jeden Fall abspeichern. Gut, und dann, Bremse lösen. Und dann schauen wir mal, ob wir vorankommen hier. Stopp, 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 stopp. Ich glaube, wir haben Rot vor uns. Das ist doch jetzt blöde. Oder ist das nicht für uns, das rote Signal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
versuchen. Ich kann es ja nicht mehr als versuchen. Okay, scheinbar wäre das nicht für uns. Wir haben ja auch weit und breit keins. Das ist wahrscheinlich vorne an der Zuglok, das Signal, was ich da hatte. Scheint zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren, Leute. Sehr, sehr schön, es funktioniert. Mega geil. Muss natürlich gleich noch eine Lok hinten dran machen, hinten dran hängen, weil kein Steuerwagen haben. Das ist logisch. So, ziehen wir schön bis vorne vor. Ach geil, sehr, sehr schön. Wunderschön, wunderschön. So, ich denke, das reicht. Wir müssen ja die Lok noch davor machen. Dann machen wir das erstmal auf neutral, würde ich sagen. Lösen hier auf jeden Fall mal irgendwie eine Steigung. Was ist denn, wenn ich das jetzt löse? Wollen wir dann? Sieht nicht so aus. Nee, gut. Dann können wir aussteigen. Scheiße doch, wir rollen. Kacke, oder? Nichts, da müssen wir erstmal hinten die Lok dran machen. Falsch. Und dann hinten die Bremse anziehen und dann können wir hier lösen. So. War das erstmal? Können wir derweil die Türen öffnen? Fahrgäste hier einstellen können. Also ihr seht, ich habe einen kleinen bunten Mix hier an SPD Personenwagen genommen. Alt und neu und erste Klasse und so weiter. Und auch ein paar IC-Wagen in Rot, in Regenbogenlackierung habe ich auch noch dabei genommen. Zwei Stück an der Zahl.
setzen wir hier noch unser Lock hin. Doppeltraktion Vectron, würde ich sagen. Wie kann ich denn jetzt hier keine Lok hinsetzen? Was soll denn der Scheiß? Ach nee, Leute, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Falsche rum, das ist das Problem. Das falsche rum. So ist sie richtig, so. Müssen wir jetzt noch eben hinten vorne dran setzen. So, dann machen wir das mal eben schnell hier mit dem Ankuppeln. So, dann rüsten wir diese Lok mal eben auf. So. AFB. 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 Zack. Das hätten wir soweit. Genau, müssen hier noch die PZB auf hoch stellen. So. Haben wir das soweit? Eine Route legen. Sehr schön. Können wir aussteigen? Ach, dann öffnet er die Tür halt nicht. Mir ist doch egal jetzt. Hier sind sie geöffnet, okay. Jetzt noch an die anderen Lok, die abrüsten bzw. die Bremse lösen.
Doch, dann können wir diese Lok hier verlassen. Boah, ist das ein amtlicher Sturm. Irgendwas stimmt mit dem Licht da noch nicht. Das gefällt mir da noch gar nicht. Das gefällt mir da noch gar nicht. Aus. Na, die Leuchtung gedimmt. Egal, lassen wir das. Lassen wir das einfach. Das ist doch scheiße. Warum kriegt man hier die Schlussleuchten nicht an? Ich verstehe es nicht. Das soll irgendwie möglich sein. Komm, sparen wir uns das. So, steigen wir vorne ein. Also sehen wir mal zu, dass wir hier verschwinden. Das Wetter ist ja nun wirklich nicht gerade das Beste. Also wirklich nicht gerade das Schönste hier. Schickes Foto noch. Dann steigen wir ein. Da muss ich natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen. So, grün haben wir mittlerweile, dann können wir die Türen schließen. Alle geschlossen, sieht so aus, wunderbar, dann haben wir Ausfahrt. So, nächstes Ziel, Gmünden, lösen die Bremse und ach, wir haben die AFB noch nicht bestätigt, das ist natürlich bedauerlich. Zugbeeinflussung. 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 So, scheint ja erstmal zu funktionieren. Fühlt sich auf jeden Fall erstmal. So, die macht auch mit, wunderschön.
Sehr, sehr schön. So, 100. Dann fahren wir unsere Doppeltraktion bzw. Sandwich Vectron SBB nach Gemünden, wobei wir da schon wieder rot haben. Zugbeeinflussung. Das mir jetzt weniger gefällt. Naja, vielleicht ist da ja ein Zug auf unserem Gleis oder kommt uns entgegen. Das kann ja natürlich alles sein. Ja, da fährt was. Daran nichts. Da fährt was. Warum? Warum denn? Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich weiß warum. Wir haben es befreit und dann kam im gleichen Moment der 500 Hertz Magnet. Der konnte das natürlich überhaupt nicht haben, dass wir uns befreit haben. Daran lag es nämlich. Das ist natürlich 24, beziehungsweise unter 24 bleiben wir angesagt. Bis zum nächsten Hauptsignal. So, tiefer. Boah, warum denn, ey? Warum kriegen die dauernd Zwangsbremsung? Ich verstehe es nicht. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Hallo PCB-Modus. Oh, ich verstehe es nicht. Ach, egal, komm. Bringt doch nichts, sich darüber aufzuregen. Es bringt einfach nichts. So, ich hoffe, wir können jetzt störungsfrei nach Gemünden fahren. Meine Güte. Hundert so fürs erste Mal.
wenn ihr mir sagt, wie man an der BR 193 rechts an die Schlussleuchten anbekommt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es leider noch nicht rausgefunden. Warum kommen denn hier Wasser? Ich verstehe es nicht. Sag mir das. Ich verstehe es nicht. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Warum war jetzt hier Wachsamkeitstaster drücken? Hier ist doch nichts. Keine Geschwindigkeitsveränderung, nichts, gar nichts. Ich muss dieses Spiel nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen. Will ich auch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Entschuldigung, das gibt's doch nicht. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Bleiben Sie unter 45. Bei 36 macht er eine Zwangsbremsung. Okay. Ich verstehe es einfach nicht. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Ja, ist gut jetzt. Zugbeeinflussung. Meine Güte, Leute, ey. Was ist denn hier los? Zugbeeinflussung. Haben wir's dann? Ey. Entschuldigung, aber ich weiß nicht, was hier falsch läuft. Zugbeeinflussung. So, jetzt haben wir uns befreit. Bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht.
verstehen manchmal, das ganze System hier. Muss ich nicht verstehen. So, ob wir noch mehr Überraschungen erleben oder ob wir jetzt endlich ohne Probleme nach Gemünden fahren. Was kommt jetzt als nächstes? Kilometer noch bis Gemünden. So, davon ist 40. Ich schätze mal, dass wir gleich einen Gleiswechsel haben, dass wir deswegen runtergebremst werden. Gehe ich mal stark von aus, weil wir fahren ja immer noch auf dem Gegengleis. Quittieren. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, wir werden den Gleiswechsel vornehmen. 40. Wunderschön. Wunderschön. Deswegen nehme ich, weil hier ein Autozug steht. So, wir dürfen 120, dann tun wir das. Ach. So. Der E muss wahrscheinlich warten wegen dem Güterzug. Ja.
sehr nice. Schön Foto. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, 100. Ah, wieder ein Güterzug. Zugbeeinflussung. Zu erwarten, da sind unsere 80 hier gar nicht so verkehrt. Bleiben wir da einfach jetzt mal bei. Welcher geht hier? Müssen wir. Das ist eh richtig. So, noch 24 Kilometer. So, ich glaube, da können wir auch wieder aufschalten. 20. Da sieht man eine schöne weiße Spektrum im Güterzug. Scheint aber, dass wir jetzt das Gröbste überwunden haben und jetzt gemütlich nach Gmünden fahren können. Sieht zumindest so aus. War am Anfang noch etwas holprig, wollte ich gerade sagen. Anscheinend kam mal das nächste rote Signal. Thank you.
erledigt. Schon wieder rot. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? So, dann fragen wir den Herrn Kapellmeister mal, was Sache ist. Abgelehnt. Und warum? Ich kann sich wieder keine erklären, da fällt jemand. Okay. Zugbeeinflussung. Ja, ist gut jetzt. Zugbeeinflussung. Nächste rote Signal ist alles wegen dem Regionalzug. Das ist wieder grün, das ist doch. Egal, wir dürfen ja eh nur noch 100.
der Regen lässt nicht nach, aber das Gewitter wenigstens nachgelassen. Das ist schon mal etwas. Kilometer noch. So, wieder rot. Wunderschön. Rot. Liegt immer noch an dem Zug, der wahrscheinlich vor uns fährt. Das ist grün. Also dafür, dass der Beginn so häufig war, scheint es jetzt wirklich einigermaßen zu laufen, muss ich ehrlich sagen. Also Gott sei Dank haben wir das doch noch irgendwie hinbekommen, hier unseren Zug nach Gmünden zu bekommen. Es sind immerhin noch 12 Kilometer. Hoffen wir mal, dass es weiterhin störungsfrei läuft, vor allem mit der PZB. Noch knapp 10 Kilometer bis Gmünden. Wie auf der wunderschönen Main-Spessart-Bahn. Also ihr merkt, man kann sich wirklich eigene Szenarien hier zusammenstellen, eigene Zugverbände. Der Formations Editor macht es möglich. Dann könnt ihr euch die möglichsten Züge zusammen basteln und
Leuchtet euch auf sämtlichen Strecken, die ihr habt, rumfahren. Wichtig ist nur, dass ihr an die Signale denkt, an die Weichen denkt und so weiter und so fort. Und dann schafft ihr das auch. So, muss jetzt hier mal in die Bremse gehen. Aber grün. Ach. Zugbeeinflussung. 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 Also langsam ein bisschen Geschwindigkeit in die ganze Sache. 150 immerhin. Das ist doch schon mal was. Was ein Chaos-Szenario. Wahnsinn. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Das kommt von ganz alleine so. Könnt das natürlich dann auch vollkommen entspannt haben, ohne PCB, ohne SIFA und so weiter. Da könnt ihr natürlich um einiges entspannter fahren, ist klar. Aber zu realem Zugfahren gehört nun mal die PCB, SIFA dazu. Das ist nun mal so. Auch dass wir ständig rot haben, das gehört auch dazu. Kann doch nicht sein, ey.
ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht mehr großartig aufzuschalten, weil wir eh nur noch 4 Kilometer haben und ständig durch rote Signale abgebremst werden. Ist nämlich der Grund. Der hält uns die ganze Zeit auf. Ich finde dieses Motiv hier auch wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt ja auch zur SBB. Sponsored by Schweizerische Bundesbahn, Österreichische Bundesbahn, Foxlurf, Support LGBTQ, wunderschön. Designed by Jennifer, das hat vielleicht noch dazu gesagt. Ich finde es wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr. Extra Foto von. Wunderschön. Wunderschön. Sich jetzt noch aufzuschalten auf 110 oder nicht? Oder haben wir dann nur wieder rote Signale vor uns? Ich weiß es nicht. Wir tun es ja ein paar Mal. Langsam kommen wir dann doch näher. So, das ist jetzt das berühmte rote Signal vor dem Hauptbahnhof. Ist wahrscheinlich noch unter Gleis besetzt. Würde ich jetzt mal tippen. Das ist auch wieder da. Perfekt. Zugbeeinflussung.
Stopp doch. Alter Schwede. Puh, das war knapp. Das war wirklich knapp. So, da ist unser Bahnhof. Da steht jemand drin. Aber das macht gar nichts. Vielleicht funktioniert das hier. Schauen wir erstmal. Kriegen wir erstmal hin. Guck mal, wenn der Ausfahrt hat. Ansonsten funktioniert vielleicht Trick 17. So, das ist das Hindernis. Wo hat er denn nur seine Anzeigetafel? Hat der überhaupt eine? Dann natürlich nicht, oder? Dann müssen wir vielleicht was anderes machen. Ich weiß nicht, ob der da noch jemals verschwindet. Wie kommt denn hier? Okay, da haben wir noch Zeit. Eventuell können wir ja ein anderes Gleis umswitchen mit unserer Route. Vielleicht können wir auch umswitchen. Eventuell geht das. So, da ist nämlich besetzt, die beiden. Können wir vielleicht hier reinfahren. Ja, das funktioniert. Siehst du? Müssen wir es halt so machen. Ist ja gar kein Problem. Zugbeeinflussung. 45. Zugbeeinflussung. Gut. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Dann fahren wir kurzerhand als auf ein anderes Gleis. Das kommt ja auch schon mal wieder des Öfteren im Bahnalltag vor, dass man dann kurzfristig sich entscheidet, ein anderes Gleis zu nehmen. Ein anderes Einfahrgleis. Oder einen anderen Bahnsteig. Wie auch immer. Fahren wir jetzt einfach neben die beiden REs. Das passt doch auch. So, da wären wir. In Gemünden, sehr schön. Sehr schön. Können wir die Tür noch entriegeln? Oder funktioniert das hier wieder nicht? Ich weiß es nicht.
Ich steige auf jeden Fall mal aus. Müssen wir per Antitüren öffnen. Türdefekt haben wir auch noch. Es ist nicht zu glauben. Die Elektrik macht hier, was sie will heute. Also im Zug ist echt alles hinüber. Naja. RB 59, vielleicht um 15 oder 17 Uhr, bis dahin sollten wir weg sein. Es sind immerhin noch 4 Stunden. Boah, ist das am Gewittern, am Blitzen. Wahnsinn. So, das hätten wir dann erledigt. Das war unsere Fahrt mit dem SBB von Aschaffenburg hier nach Gmünden. Äußerst chaotisch, wenn ich das mal so sagen darf, besonders am Anfang. Aber nichtsdestotrotz haben wir das geschafft, ohne größere Probleme. Ohne dass wir irgendwie abbrechen mussten oder. Ein paar rote Signale hatten wir uns hinter uns, beziehungsweise vor uns. Wir mussten kurzzeitig den Bahnsteig hier in Gmünden ändern, an dem wir ankommen. Aber ansonsten haben wir das eigentlich gut hinbekommen, möchte ich sagen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye. Bye.